Man nannte sie das dunkle Zeitalter, weil die Menschen sich gegenseitig schreckliche Dinge antaten. In welchem Yoga man sich befindet, bestimmt wie viel Ätherkörper. Sie reden immer noch davon, dies ist Kali-Yuga, Kali-Yuga, weil Krishna gesagt hat, dass es Kali-Yuga ist. Aber wie wir den nächsten Schritt gestalten oder wie die nächsten Generationen leben, wird von uns bestimmt. Nun, diese ganze Sache ist im Gange, dass sie zumindest in den Nachrichtensendern immer noch sagen, dies ist Kali-Yuga, Kali-Yuga, weil Krishna sagte, es sei das Kali-Yuga. Wann? Vor 5124 Jahren. Da also der kumulative Aspekt von Kali, der 2592 Jahre andauert, vorbei ist, und Dwapara auch 2592 Jahre dauert, das wird irgendwann im Jahr 2082 vorüber sein. Das bedeutet weitere 58 Jahre. 58 Jahre fast, 60 Jahre. Wenn du noch weitere 60 Jahre lebst, wirst du das Treta-Yuga sehen. Das bedeutet, nicht an einem Tag wird es Treta werden. Wenn wir von Winter sprechen, heißt das nicht, dass es eines schönen Tages Winter ist. Es geschieht. Sommer. Es ist nicht so, dass es eines Tages plötzlich Sommer wurde. Es geschieht langsam. Das, was man als Yugas bezeichnet, ist also eine Art größere Jahreszeit. Ein größeres Bild der Jahreszeiten. In diesen Jahreszeiten, im Winter, sind Bäume auf eine Art, Tiere sind auf eine andere Art, im Frühling sind sie auf eine andere Art, im Sommer sind sie auf eine andere Art. In ähnlicher Weise wird das Leben auf diesem Planeten in den verschiedenen Yugas auf unterschiedliche Arten sein, denn dies ist ein supersaisonales System. Kali ist also eine Zeit, in der wir uns am äußersten Ende des elliptischen Zyklus befinden. Aus diesem Grund, es gibt viele Möglichkeiten, es zu betrachten. Eine wichtige Sache ist, schau, unter den fünf Körpern oder den fünf Schichten von Körpern, die wir tragen, besonders in Bezug auf den Menschen, der physische Körper oder Anamaya Kosha, der mentale Körper oder Manomaya Kosha, der energetische Körper oder Pranamaya Kosha und Vijnanamaya Kosha oder der ätherische Körper. Die Frage dreht sich immer um, wie viel Anamaya-Kosha hat man? Wie dominant ist dein Anamaya-Kosha? Oder wie dominant ist dein Manomaya-Kosha? Oder wie dominant ist dein ätherischer oder Vijnanamaya-Kosha? Dementsprechend wirst du funktionieren. Diese Jahreszeiten bestimmen das also in gewisser Weise. Man kann sehen, in den vier Jahreszeiten, die wir sehen, ein ganzes, in diesem Land, in diesem 11. Breitengrad, bemerkt man es vielleicht nicht so sehr, aber es ist da. Nur weil sie es bemerkt haben, hat Tamil Nadu, Margali Masam und Magamasam und, weißt du, tut mir leid, verschiedene andere im ganzen Land, jeder erkennt, dass dieser Monat ein niedergeschlagener Monat ist und deshalb tun die Menschen etwas, um sich selbst zu verbessern. Aber wenn man in gemäßigte Länder geht, unterscheidet es sich erheblich zwischen Winterzustand und Frühlingszustand. Ein phänomenaler Unterschied. Man kann nicht glauben, dass man sich in derselben Welt befindet. Wenn du im Winter gehst, alles sieht aus, als wäre es das Ende der Welt. Der Frühling kommt, bumm, alles ist zurück. Also zumindest in diesem Teil der Hemisphäre oder der nördlichen Hälfte der Hemisphäre ist es so. Es ist umgekehrt in der südlichen Hemisphäre, aber es passieren die gleichen Dinge. In ähnlicher Weise geschehen also in dem Superzyklus die gleichen Dinge. Aber in Bezug auf die Menschen, ob dein physischer Körper dominant ist oder der Mentalkörper dominant ist, der Energiekörper dominant ist oder der Ätherkörper dominant ist, hängt auch bis zu einem gewissen Grad davon ab, wo sich diese regulären jährlichen Zyklen befinden. Aber der Superzyklus entscheidet viel mehr, in welchem Yuga man sich befindet, bestimmt wie viel Ätherkörper. Das bedeutet nicht, dass es ein entscheidender Faktor ist, absolut. Es ist nichts Absolutes, es ist ein Einfluss. Du kannst dich in jedem Yuga befinden und fantastisch sein. Du kannst dich in jedem Yuga befinden und ein Durcheinander sein. Bei der Erfahrung von all dem geht es nicht darum, ob du gut oder schlecht bist oder ob du ein, die Leute sagen immer,
Schau, sobald du Vorurteile über etwas hast, wird jemand ein Sünder und jemand wird ein Heiliger. Wie geschieht das? Du legst einige Werte fest. Wenn jemand diesen nicht gerecht werden kann, sind sie Sünder. Wenn jemand dem gerecht werden kann, sind sie Heilige. Aber diese Werte verändern sich von Geografie zu Geografie, von Zeitalter zu Zeitalter, von Zeit zu Zeit. Sie ändern sich. Das ist nicht das Wichtige. Das Wichtige ist, dass wir verstehen, dass wir, während wir hier sitzen, die sind, die wir sind. Wir sind als eine Konsequenz von dem, was wir in uns selbst tun. Jetzt ist nur die Frage, ob das, was wir in uns tun, bewusst oder unbewusst geschieht. Wenn wir es bewusst tun, wird die Konsequenz so sein, wie wir es wollen. Wenn wir es unbewusst tun, ist die Konsequenz zufällig. Und die zufällige Konsequenz kann manchmal sehr schmerzhaft sein, manchmal mühsam für dich, größtenteils für andere. Hallo. Wenn du beginnst, dich verrückt zu verhalten, bist du natürlich damit belastet, aber du bekommst vielleicht zusätzliche Aufmerksamkeit. Aber andere leiden sehr, die Menschen um dich. Diese Aspekte sind also nichts Absolutes, aber das ist der allgemeine Einfluss. Nun, während des Kali-Yuga, das vor mehr als 2000 Jahren endete, diese wurden das dunkle Zeitalter genannt, weil Menschen einander schreckliche Dinge antaten. Und sie taten nicht nur schreckliche Dinge, sie taten es im großen Stil. Das heißt nicht, dass wir im Dwapar-Yuga keine schrecklichen Dinge getan haben, das haben wir auch. Aber dennoch ist es nicht die Regel, zumindest wissen wir, dass es falsch ist. Das ist ein großer Unterschied. Wenn du etwas Schreckliches tust, dann weißt du zumindest, dass man das nicht tun sollte. Du hältst ein solches Tun für das Richtige, dann ist das ein anderer Fall, weil es keinen Raum für Korrekturen gibt. Das wird die Art der Welt selbst werden, was es in der Vergangenheit auch war. Viele, viele Dinge, die wir heute für unmöglich halten, dass Menschen sie tun können, wurden in der Vergangenheit üblicherweise getan und als das Richtige akzeptiert. Wir sind also gerade nahe am Treta-Yoga. Wir müssen nicht darauf warten. Siehst du, er hat nicht gewartet. Es ist noch nicht Sommer, aber er bringt uns schon ins Schwitzen. Warum sind wir der Zeit nicht auch einen Schritt voraus? Hallo? Aus diesem Grund ist es also sehr wichtig. Ob die vorherigen Generationen das Fundament für etwas gelegt haben oder nicht, bestimmt, wie viel die nächste Generation bauen wird, nicht wahr? Das gilt für ein Haus, das gilt für eine Nation, das gilt für dein Bewusstsein. Wie viel Fundament Menschen aufgebaut haben, wird bestimmen, wie viel die zukünftigen Generationen tun werden. Das ist also, wo wir uns befinden, zeitlich betrachtet. Du siehst vielleicht nicht den prächtigen Palast, der darauf gebaut werden wird, aber zumindest hast du das Fundament gelegt und vielleicht hast du ein kleines Zimmer gebaut und es auch genossen. Ein kleines Stückchen Palast, was wir in vielerlei Hinsicht beginnen. Es gibt eine ganze Reihe von Menschen, die propagieren, das Leben wird schlechter von Tag zu Tag, das Leben wird schlechter von Tag zu Tag. Aber schau es dir bitte an, wie die Menschen hier vor 500 Jahren gelebt haben. Wie wir heute leben, ist nicht alles besser? Alles, vor allem Frauen. Ihr müsst ein großes Ja sagen. Denn für Frauen auf diesem Planeten war das Leben noch nie so gut, überall auf der Welt. All over the world. So, wie wir also den nächsten Schritt machen, liegt in unseren Händen. Wir sind so, weil jemand etwas Grundlegendes aufgebaut hat, deshalb sind wir zu diesem Ort gekommen. Aber wie wir den nächsten Schritt gestalten oder wie die nächsten Generationen leben, wird von uns bestimmt. Daher, in einer Zeit wie dieser, wenn ich sage, in einer Zeit wie dieser, wenn wir uns von einem Yuga in ein anderes bewegen, wenn die Jahreszeit vom Winter zum Frühling wechselt, müssen wir bereit sein, aufzublühen. Hallo? In vielerlei Hinsicht sind die Zeiten, in denen wir leben, sehr bedeutsam, denn
Ich werde es vielleicht nicht sehen, ich werde es nicht sehen. Aber viele von euch jungen Menschen werden es sehen, dass wir uns vom Dwapara-Yuga zum Treta-Yuga bewegen.